quasi diese Griff bei Dab. Also hast du sogar was? Sehr gut. Genau, also die Übung ist die folgende. Wir müssen meine Füße sehen. Ja? Von hier. Also kurz was wegklicken. Also schon weggeklickt. Sehr gut. Okay, also ich zeige euch einmal, wofür diese Übung gut ist. Ja? Wir haben ein Gewicht, ja? Und wir reißen das Gewicht von hier hoch. Wir setzen in der Luft um und gehen mit dem Gewicht hier runter und drücken das jetzt von hier unten aus den Beinen hoch und haben es dann über dem Kopf. Ja? Das heißt Snatch. Ja? Und ist technisch relativ anspruchsvoll. Ja? Deswegen ist es ganz wichtig, dass wir es erstmal ohne Gewicht lernen. Also, dass wir da nicht gleich uns hier irgendwie 50 Kilo auf die Handeln packen, sondern am besten wirklich kann man das erstmal trocken üben oder halt mit der Stange. Ich habe jetzt mal eine Stange geholt, dass ich euch zeigen kann, wie es geht. Ja? Also, wir sind hier. Wichtig ist, ihr seht es, gerade Rücken. Ja? Mein Rücken muss gerade sein. Ich darf nicht krumm sein, ich muss hier Spannung haben im Rücken. Ich bin hier gerade, nicht rund, sondern hier. Das heißt, meine Brust ist vorne. Meine Schultern sind nicht eingefallen, sondern gerade auf Spannung. Ich bin hier. Und jetzt ziehe ich dieses Gewicht von hier vorne an meinem Körper entlang hoch. Und dann muss ich hier umsetzen. Ne? Also ich ziehe das Gewicht am Körper entlang hoch, so gerade wie möglich, weil die Stange mit viel Gewicht soll ja nachher nicht rumfliegen. Und bringe die nach oben. Ne? Während ich dieses Gewicht nach oben bringe, weil das ist ja schwer, ist ja nachher schweres Zeug, ne? Muss ich meinen Körper nach unten bringen. Das heißt, ich bringe das Gewicht hoch und den Körper nach unten. Dann seht ihr, ich lande hier unten in so einem tiefen Squat. Von hier drücke ich mich jetzt aus den Beinen hoch mit dem Gewicht. Und dann habe ich die Stange mit dem Gewicht über dem Kopf. Ja? Genau, das machen wir jetzt mal ganz langsam. Wie gesagt, das geht auch gut ohne Stange. Man kann sich das so vorstellen, man simuliert das hier. Man zieht an und steht dann von hier aus den Beinen auf. Ja? Also ihr müsst nicht unbedingt eine Stange dafür nehmen. Wenn ihr irgendwas habt, ist gut. Also, wir gehen von hier. Gewicht ist hier an der Hüfte, ist die Stange. Wir gehen hier nach vorne, leicht in die Knie. Gerader Rücken. Wir schauen nicht zum Boden, sondern wir schauen hier nach vorne. Dann machen wir schon keinen runden Nacken. Jetzt von hier ziehen wir an. Am Körper entlang, ja, aber das ist natürlich schwer. Also wir setzen hier um, setzen uns unter das Gewicht und jetzt stehen wir aus den Beinen auf. Genau, und dann merkt man dann auch ganz schnell, wie mobil man ist. Ja? Denn oft sind wir hier nicht mobil genug, hier nicht stabil beim Runtergehen. Oft passiert es, dass die Leute beim Runtergehen ganz weit hier vorne sind, ist natürlich schlecht, ja, dann wird das Gewicht wahnsinnig schwer. Das heißt, das Gewicht muss über den Kopf, dass wir das hier von unten gut stützen können. Okay? Dann machen wir mal ein paar Stück. Also, wir gehen in die Startposition, dass ihr die Füße seht, hier. Okay, wir sind gerade, alles ist auf Spannung. Ja? Wir merken, wir stehen gut, ja? Wir können hier gut starten. Und wir starten aus den Beinen, wir ziehen, setzen um und stehen auf. Jawohl. Und zurück. Genau, machen wir das auch so, wie wir hoch sind. Setzen wir das Gewicht wieder nach unten um und gehen zurück. Und wenn wir jetzt hier viel Gewicht oben haben, können wir nicht einfach weglaufen. Wir müssen das ja wieder kontrolliert nach unten bringen. Okay, wenn wir es nicht abwerfen wollen in der Wohnung. Also von hier umsetzen und aufstehen. Genau. Normalerweise geht man dann von hier. Weil da stand man sehr breit, wieder ungefähr auf Schulter, Hüftbreit und setzt das Gewicht gerade. Ja. Von hier nach vorne
und umsetzen. Drunter und aufstehen aus den Beinen. Jawohl, genau. Und wieder zurück. In die Startposition. Und hoch. Und aufstehen. Jawohl. Und wieder zurück. Nochmal. Genau. So, ich springe jetzt demonstrativ, dass ihr hört, dass ich von der Breite aufspringe. Ja, aber normal macht man eine ganz kleine Bewegung, die man fast nicht hört. Okay? Von hier. Und aufstehen. Und wieder zurück. Nochmal. Und aufstehen. Jawohl. Und wieder zurück. In die Startposition. Wir machen noch drei Stück. Und eins. Jawohl, sieht gut aus. Genau, das machen wir dann wieder richtig, wenn wir hier alle wieder zusammen trainieren können. Ja, dann können wir uns das richtig angucken, ob die Technik passt. Genau, da muss man nämlich aufpassen. Genau, wichtig ist immer, dass man kein Hohlkreuz macht, ja, und kein Rundrücken. Und dass man einfach saubere Techniken macht. Und das Allerwichtigste ist, dass man nie zu viel Gewicht nimmt. Ja. Okay, wir machen noch rein. Von hier Startposition. Ready und umsetzen. Und aufstehen. Jawohl. Gut. Wir lockern uns ein bisschen. Stange können wir beiseite legen. Wir lockern uns ein bisschen. Ja. Normalerweise kommt hier sehr viel Druck hier auf den Rücken. Also es ist viel Muskulatur, die man normal nicht benutzt. Hier aus dem Stütz, aus dem breiten Stütz. So der enge Stütz. Geht nicht ganz um den Rücken, aber wenn wir hier offen sind, dann müssen wir sehr viel Spannung halten hier im Rücken. Ja? Und das ist sehr anstrengend. Ja? Und stellt euch das mal vor mit rechts und links 10 Kilo auf der Stange. Ja? Da wird es dann schon richtig Sport. Ja? Okay, wir machen ein bisschen die Arme locker. Nehmen wir den linken Arm nach rechts rüber. Genau, den. Kann ja ein bisschen mit der Hüfte. Bisschen gegendrehen, dann kriegen wir ein bisschen mehr Spannung. Okay, wechseln. Rechten Arm. Hier auch ein bisschen mit der Hüfte eindrehen, ein bisschen mehr Spannung. Schauen über die rechte Schulter. Dann nehmen wir den linken Arm nach oben. Und hauen uns hier die Hand selber auf den Rücken. Dann nehmen wir hier oben den Ellbogen und schieben jetzt von oben. Gerade ein bisschen nach, dehnen ein bisschen an. Jawohl. Okay, das reicht auch schon. Und den anderen Arm. Hand auf den Rücken. Ellbogen und schieben den Arm hier runter. Dann dehnen wir hier den Trizep. Dann, das denkt man gar nicht, aber beim Gewichtheben, ja, auch wenn ich von hier was hochstütze, ja, braucht man gar nicht Bizeps, ja, den braucht man hierfür, ja, sondern hier Sachen, schwere Gewichte nach oben drücken, drücken wir hier aus dem Trizep. Ja, da macht er viel mehr als der Bizep. Okay, mir hat man das so erklärt, dass deshalb die Gewichtheber nie so dicke Bizeps haben, sondern mehr Latissimus und Trizep. Okay, wir haben einen Workout heute, wir machen 20 Minuten Workout, das wird knackig, ja? Aber ich traue euch das zu, wir machen es einfach zusammen. Ja? Verschiedene Übungen, ich gehe schnell durch, also Air Squat ist eine ganz normale Kniebeuge. Ja? Wichtig auch hier, keinen runden Rücken machen, einfach schön gerade bleiben, gerade runter. Dann Push-Ups, ganz normale Liegestützen, ja? Machen wir alles zusammen. Dann diese Faust-Sit-Ups, wo man mit den Händen an die Zehen geht, das haben wir gerade schon gemacht. Dann haben wir Star Jumps, das heißt, wir springen wie ein Stern. Ne? Wir machen uns klein und springen auf. Ne? Klein und springen auf. Jawohl, genau. Das sind Star Jumps, weil wir aussehen wie ein Stern in der Luft. Ne? Dann haben wir Skate Squats, das ist, wir gehen zur Seite ne?
und gehen runter. Ja? Zur Seite und runter. Genau. Ja? Das sind dann die nächsten. Dann haben wir Mountain Climbers, ja? Bergsteiger. Hier springe ich immer abwechselnd. Linkes Knie, rechtes Knie vor. Ja? Da machen wir dann 10 rechts und 10 links. Dann haben wir Burpees. Die kennt ihr bestimmt, oder? Florian sagte, das war's, Burpee. Schon mal gemacht. Ja? Also beim Burpee, wir machen die heute gesteppt. Also normal springe ich den, gehe hier runter, springe wieder vor, springe wieder hoch, springe wieder runter. Ja? So, das ist ein normaler Burpee, man kann die aber, wir machen die ein bisschen milder heute. Ich gehe nach unten, also möglichst gerade, mache einen Schritt nach hinten mit rechts, dann mit links, setze kurz ab, gehe wieder hoch, mache einen Schritt vor, rechts, links und stehe auf. Okay? Das heißt, da hat man diese Sprünge nicht, ist ein bisschen besser für die Gelenke und die Nachbarn schimpfen. Okay? Gut, dann haben wir Lunges, also das sind diese hier, wo wir einfach tief gehen. Ja? Senko Tsudachi im Prinzip, ja, ein bisschen tiefer, ja, immer abwechselnd. Dann haben wir Hollow Rocks, heißen die, das ist auch für den Bauch, das heißt, wir sehen eigentlich aus wie eine Banane. Und jetzt rollen wir so leicht hin und her, 10 Mal. Ja. Einfach nur die Spannung halten im Bauch. Dann machen wir noch Side Planks, da bin ich hier unten. Und dann drehe ich mich auf den linken Ellbogen. Ja? Oder wenn das geht, kann man das auch auf der Hand machen. Sonst halt einfach auf den Ellbogen. Und dann haben wir noch High Knees. So wie am Anfang, einfach 10 schnelle. Und dann wieder von vorne. Und das machen wir 20 Minuten immer durch. Ja? Also immer 10 Stück von jeder Übung. Und dann, wenn wir einmal durch sind, machen wir eine kurze Schüttelpause und dann fangen wir wieder an. Ja? Und ich stelle einen Timer auf 20 Minuten. Und 20 Minuten sind lang. Ja? Das ist ein fieses Workout. Aber ihr schafft es. Und wenn ihr merkt, ihr könnt nicht mehr, macht eine kurze Pause und steigt bei der nächsten Übung wieder ein. Ja? Okay, das ist die Musik. Jetzt brauche ich nochmal einen Timer. Nicht den Timer. So, Timer 20 Minuten. Machen wir 18, das reicht. Ja? Okay, ich starte den Timer. Timer läuft. Okay, ich ziehe noch. Wir fangen an mit den Kniebeugen. 10 Stück, okay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Jetzt Push-Ups, Liegestütze, 10 Stück. Ja. Schön gerade. 10 Stück. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Wir drehen uns direkt auf den Rücken. Und machen die Sit-Ups, wie vorhin am Anfang. 10 Stück, okay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Gut. Aufstehen, lockern. Okay, nächste Star Jumps, okay? Also runter und auf, okay? 10 Stück, jawohl. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jetzt Gate Squats.
So wie vorhin. Wir gehen zur Seite. Eins. Und nach links. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Und gut. Einmal kurz lockern. Mountain Climbers, also die Bergsteiger. Okay. Hier runter. Zehnmal linkes, zehnmal rechtes Knie. Hier. Okay. Und los. Eins. Acht, neun, zehn. Nochmal. Eins. Und zehn. Gut. Jetzt lockern. Jetzt kommen die Burpees. Das war die, wo wir runtergehen, ablegen und wieder vor. Aufstehen, runter. Okay? Gut, warte. Fertig. Und runter. Eins. Dann wieder aufstehen. Gut, runter. Zwei. Drei. Wieder runter. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Locker. Jetzt kommen die Lunges. Also, wir gehen von hier tief. Eins, zurück und rechts. Zwei, okay. Drei, vier, so tief wir können. Fünf, sechs, sieben, acht, neun. Gut. Jetzt kommt diese Side Legs. Also entweder hier, ja, oder hier. Okay. Ich mache sie so. Ihr könnt euch auch mit einem Fuß abstützen. Ne? Dann wechseln wir. Okay. Eins. Zwei. Drei. Vier. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und jede Bohne auf jeder Seite 10. Nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gut, einmal lockern, aufstehen, jetzt kommen die High Knees, also die Knie hoch, ne? Zehnmal rechts, zehnmal links und versucht wirklich hoch zu gehen mit den Knien, okay? Fertig, und noch, eins, und nochmal, eins, okay, das war die erste Runde, okay? So, wir fangen jetzt direkt vorne wieder an. Also mit den Kniebeugen. Okay, einmal locker. So, diese Runde machen wir ein bisschen schneller. Okay? Denn irgendwann geht es ja darum, das so schnell zu machen, wie es geht. Aber trotzdem immer saubere Technik. Okay? Also, erstmal, zwei, eins. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Gut, wir gehen direkt runter, machen Liegestütz. Okay, hier. Runter und hoch. Okay? Und los. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Gut. Dann drehen wir uns direkt auf den Rücken. Direkt hierher. Und machen Sit-Ups, okay? 10 Stück. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Gut. Wieder aufstehen. Und wir machen die Star-Jumps. Okay? Diese Runde ein bisschen schneller. Genau. Von hier auf. Okay? Ready? Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Sehr gut. Locker. Skate. Squats. Das heißt, wir gehen hier tief. 1, andere Seite. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Gut, einmal locker. Mountain Climbers, also Bergsteiger. Wir gehen wieder runter. Hierher. Okay, jetzt abwechselnd. 10 mal rechts, 10 mal links, das hier, okay? Fertig. Und los, 1. Und nochmal. Okay, gut. Jetzt machen wir wieder Burpees. Okay, so wie vorhin. Wir gehen hier runter, machen einen Schritt, setzen ab. Gehen wieder vor. Oder wir machen so viel Sprung. Hoch, runter. Wer ihr wollt. So wie es geht. Ready? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und der letzte. 10. Das Atmen, lockern und die tiefen Ausfallschritte. Okay? Hier, tief, zurück. Tief, zurück. Okay? Und los. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Nochmal, jedes Bein. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9 und noch 1, 10. Sehr gut. Wir gehen wieder runter, ich bin kurz trocken. Wir gehen wieder runter auf den Rücken. Oh, die haben wir vorhin vergessen. Okay, wir gehen in die Position. Und wir wackeln nur hin und her. 1, 2, Spannung halten. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, noch ein und 10. Gut.
Jetzt machen wir wieder die Side Plank. Okay, so wie vorhin auch. Hier, Seite, und hoch, und weg. Okay? Zehn links, zehn rechts. Okay, ihr könnt es auch hier unten machen, kein Problem. Ja? Macht es auf dem Unterarm, ist ein bisschen leichter. Okay, und los. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Nochmal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun und zehn. Sehr schön. Einmal kurz lockern und wir stehen auf. Okay, jetzt kommen wieder die hohen Knie, okay? 20 Stück, 10 links, 10 rechts, Gas geben, okay? Und so hoch wie ihr könnt. Fertig? Und los, eins. Nochmal, eins. Und zehn, gut. Das war Runde 2. Wieder locker. Okay, lockern. Okay, wir haben noch 4 Minuten, die müssen wir durchziehen, okay? Also, wir fangen wieder vorne an. Mit Air Squats, also mit Kniebeugen. Okay? Okay, das ziehen wir voll durch und dann das Wochenende, okay? Okay, fertig. Noch eins. Zwei. Drei. Vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun und zehn. Gut. Wieder Push-Up, Liegestütze. Okay? Fertig machen. 10 Stück. Und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, und nein, zehn, sehr gut. Okay, wir drehen uns direkt auf den Rücken, machen wieder die Sit-Ups. Okay, also die hier, hoch, ja? Und die Spannung mal halten. Fertig machen. Und los. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, ah, das ist anstrengend. Zehn. Gut. Wir stehen wieder auf. Schnell aufstehen. Und machen uns ready für die Star Jumps. Und los geht's. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun und zehn. Gut, locker. Und Gate Squats. Das heißt, wir gehen hier tief. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun und zehn. Gut, Beine ausschütteln. Als nächstes Mountain Climbers, Bergsteiger, okay? Diese hier. Zehn links, zehn rechts. Okay? Ich kann die alle zählen, nicht genug Luft, ich zähle den ersten.
Also, erster links. Eins. Und nochmal. Eins. Okay, gut. Locker. Wieder Burpees. Okay, also diese gesprungenen oder gesteppten. Die. Okay, komm. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Und die Zeit ist vorbei. Acht, die machen wir fertig. Neun. Und noch ein. Und zehn. Okay. 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 Und atmen. Nase ein. Mund aus. Nase ein. Tiefen Bauch. Mund aus. Das ist natürlich fies, weil das alles tierisch auf die Kondition geht. Ja. Merkt man gleich. Nase ein. Mund aus. Okay. Also wir atmen uns kurz runter, stellen uns bequem hin, ja, machen die Augen zu, also gleich, wenn ihr wisst, was wir machen. Ja. Wir atmen, Nase ein, Mund aus, nach vorne. Nase ein, Mund aus zur Seite. Nase ein, nach unten. Nase ein und nach vorne. Mund aus. Nase ein zu mir. Mund aus nach außen. Nase ein zu mir. Mund aus, atmen nach unten. Nase ein zu mir. Mund aus nach vorne. Wie immer. Und zurück. Nase ein. Okay, und zur Seite. Mund aus. Nase ein nach innen. Mund aus, atmen nach unten. Nase einatmen zu mir. Und Mund ausatmen nach vorne. Und weiter. Zu mir ein. Und zur Seite ausatmen. Nach innen ein. Und nach unten ausatmen. Nase einatmen. Mund ausatmen nach vorne. Ein. Ein. Nach unten aus. Mitte ein. Und jetzt ganz lang nach vorne aus. Und nochmal tief Nase ein zu mir. Okay, und locker. Ja. Und ihr merkt, wenn man so atmet, den Brustkorb immer auf, zu macht, dann kriegt man sehr schnell wieder Luft. Ja. Das funktioniert auch gut. Weil wir machen ja hier viel Kampfsport, ja? Und wenn ihr kämpft und ihr habt irgendwie Pause, ja? Rundenpause, dann könnt ihr euch sehr schnell wieder runteratmen. Ja? Oder auch so im Training oder wenn ihr mal joggen geht und ihr habt Seitenstechen, stellt euch kurz hin, atmet ein und aus. Okay? Und dann kommt man sehr schnell wieder runter mit der Atmung. Okay? Ihr habt sehr gut mitgemacht, ja? Könnt stolz sein. Ich nehme an, ihr geht jetzt duschen. Ja? Also ich gehe jetzt duschen, ihr seht ja. Ja? Ich bin ein bisschen durchgeschwitzt, sehr gerne. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ja? Und dann sehen wir uns, wenn ihr wollt, nächste Woche wieder. Okay? Okay. Schönen Abend wünsche ich euch. Ciao, ciao, macht's gut. Ciao. Ciao.